Der Film handelt von Rebellen, aber alten Rebellen, von einer Bande von vier älteren Herren, die im Altenheim leben, respektive einer von ihnen arbeitet dort und die die Nase voll haben, davon bevormundet zu werden oder wie Kinder behandelt zu werden. Und das ist deren Ausbruch aus dieser Situation. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Erasmus. Ich bin der Betreiber des Kinos und freue mich, heute wieder mal eine Premiere hier feiern zu dürfen. Alte Jungs aus Luxemburg, eine Filmnation, die Ihnen wahrscheinlich gar nicht so geläufig sein wird. Aber inzwischen, wir sitzen schon 3 Stunden zusammen, habe ich so viel über Luxemburg kennengelernt, was für eine große Filmnation das ist. Die sind fast überall daran beteiligt in Europa. Ich darf mal den Regisseur nach vorne bitten, Andy Bausch. Hallo Stuttgart. Schönen guten Abend, schön, dass ihr hier seid. Die alten Jungs, die Rusty Boys, sind sozusagen auf Tour. Es gibt über den Film zu sagen, dass er in luxemburgischer Sprache gedreht worden ist. Luxemburg hat eine eigene Sprache, was vielleicht die Nicht-Luxemburger hier nicht wissen. Mehr Schwäzisch-Lützeburgisch, was eine Sprache ist, die vom Satzbau dem Deutschen sehr ähnlich ist. Der Film ist aber untertitelt auf Deutsch. Und wenn er dann jetzt am 4. Januar in den Kinos startet, ist er aber in der deutschen Fassung zu sehen. Also dort heißt er dann auch Alte Jungs. Wir sind zu ein paar hier. Es ist André Jung, der Hauptdarsteller ist hier. Paul Tigis, mein Produzent, ist hier. Und Frank Feitler, der Co-Autor des Films, ist auch hier und wir sind nach dem Film natürlich hier, um euch Rede und Antwort zu stehen. Ich würde jetzt aber noch Herrn Bergengrün von der hiesigen Filmförderung her bitten. Fernsehredakteure und Produzenten unterhalten sich ja immer darüber, was läuft im Kino und im Fernsehen und was nicht. Und es gibt ein geflügeltes Wort, das heißt, Drittes Reich geht immer, alte Leute geht gar nicht. Das heißt, Filme über das Dritte Reich funktionieren total gut und angeblich Filme über alte Leute nicht. Und natürlich, da denken die an Filme über alte Menschen, wo es um Krankheit, um soziale Missstände geht. Aber dieser Film zeigt, dass es genau andersrum ist. Man kann wunderbar erzählen, Filme über alte Menschen, die im Altersheim und jenseits des Altersheims etwas erleben wollen, die Träume haben, die Ziele haben und denen man ganz nahe kommt. Und das tut dieser Film wunderbar. Herr Millmeister, wo geht die Reise hin? Rühr. Über die Mauer. Über die Mauer? Ja, zurück zu meiner Mutter. Ich bin nicht gemacht für die Armee. Da sind Sie ja. Wir haben überall nach Ihnen gesucht. Kommen Sie jetzt, Herr Millmeister. Ich rede mit dem Verteidigungsminister. Man macht ja als Filmemacher ständig Filme, hat ständig irgendwelche Ideen, Drehbuchentwürfe in der Schublade. Und ich wollte eigentlich eher was, ein ernsthafteres Thema, was Kriminelleres machen. Und mein Produzent hat gesagt, ach komm, lass uns mal wieder eine Komödie machen. Mit meinen Produzenten arbeite ich schon sehr lange zusammen und es gibt ein sehr großes Vertrauen. Und irgendwie beim Italiener ist dann irgendwie das Thema aufgekommen, lass uns was machen für die alte, für alte Leute, über oder über alte Leute. Da waren wir noch jung, als wir damit anfingen. Man muss auch dazu sagen, dass wir Club des Chômeurs, also der Club der Arbeitslosen, Andy hat so quasi die Latte sehr hoch in Luxemburg gelegt, weil alle seine Filme oder die meisten seiner Filme, fast alle, die gehen immer so richtig, das sind Box-Office-Hits. Club der Arbeitslosen ist der meistgesehenste ever Box-Office in Luxemburg, in luxemburgischer Sprache. Ich spreche jetzt über 40.000. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das wären so 10 Millionen in Deutschland. So, wir haben 550.000 Leute, die in Luxemburg leben, 280.000 sprechen luxemburgisch. Und deshalb war auch die Idee, dass ich gesagt habe, komm, wir machen jetzt nicht wieder eine etwas heavy Geschichte oder so, komm, wir machen
etwas Leichteres, aber mit Tiefgang. Club der Arbeitslosen hat sich ein bisschen lustig gemacht über die Luxemburger, die Luxusbürger. Und die Arbeitslosen, die es trotzdem auch in diesem Land gibt, weil ich weiß, was ihr alle über Luxemburg denkt. Ihr seht mich schon so an, die reichen Luxemburger, die Banken. Und das hören wir nicht sehr gerne. Und wir haben dann einfach die Idee, ich habe ihm dann gesagt, komm, wir machen etwas. Und dann das andere, was auch dazu kommt, ist, dass wir in Luxemburg wunderbare Schauspieler haben, aber die wunderbaren Schauspieler, das haben Sie wahrscheinlich gesehen, das sind ältere Schauspieler. Also diese Schauspielfamilie ist sehr übersichtlich und man hat wahrscheinlich mit allen schon gearbeitet. Ich mache seit über 30 Jahren Kino. Es gibt viele Junge, die ich noch nicht gut kenne, so, aber alles, was über 30, 40 ist, mit denen hat man natürlich gearbeitet. Und ich wollte ein paar alten Schauspieler noch mal eine richtig schöne Rolle geben. Ne, so wenn man sagt, man ist ab über 60, kriegt man die Operrolle, zwei Drehtage in einem Film und nicht mehr. Und dann sage ich, lass uns was schreiben, wo all diese tollen Schauspieler noch mal richtig loslegen können. Das war mehr die Motivation als irgendeine sozialkritische Überlegung oder... Ne? Für wen hält dieser Idiot sich? Sind wir fertig? Ich habe nämlich noch nicht ganz, Herr Kaiser. Mir ist des Weiteren zu Ohren gekommen, dass Sie unseren Pensionären diese Fernsehprogrammpakete verkaufen. Ah, ja. History Channel, National Geographic, Jagd und Fischerei und so. Wissen Sie, ich kenne da jemanden, der war vor der Pensionierung Elektriker bei der Post. Dieses Fräulein gestern war wohl auch von der Post, hm? Die Lust auf Schreiben kam von woanders her, oder Frank? Ich habe jetzt nicht zugehört. Tut mir leid. Ich habe Jossi Wieler gerade gesehen, der sagt, guten Tag, Jossi. Hat sonst noch jemand nicht zugehört? Ich will das wissen. Ihr kamt beide zu mir mit diesem Projekt. Und dann haben wir eigentlich geschrieben für die Schauspieler. Wir wussten, wie die Besetzung aussah. Und für mich war ziemlich schnell klar, dass wir nicht jetzt einen x-ten Film über die miserable Situation der alten Leute machen. Schreiben werden über Altenheime und so weiter. Sondern irgendwo, ausgehend von den Figuren, irgendwo diesen Menschen eine gewisse Würde geben. Die menschliche Würde, sagt man, ist vielleicht unantastbar, sie ist antastbar, aber sie ist nicht trotzdem zerstörbar. Und das war der Sinn, dass wir wollten wirklich einen Feel-Good-Movie machen, mit einer gewissen Ironie und auch mit einer, ja... Tiefgang. Ja, Tiefgang würde ich nicht unbedingt, also Tiefgang, was man heute Tiefgang, jeder spricht von Tiefgang und so weiter. Authentische Figuren wollen wir schaffen. Ob die Tiefgang haben oder nicht, das beurteilt das Publikum, das werden wir nicht machen. So anmaßend bin ich nicht. Ich habe als Filmemacher natürlich eine finanzielle Angst, weil man darauf angewiesen ist, selbst Ideen zu entwickeln, die dann gefördert werden müssen und dann klappt es. Aber es kann auch sein, dass es nicht klappt, weil irgendjemand denkt, nee, das wollen wir jetzt gerade nicht und so. Da muss man wieder eine neue Idee haben. Also man ist finanziell schon unter Druck, auch wenn man Kinder hat, wie ich habe 4 Kinder, bin aber nicht alleine. Ich habe eine Frau, die arbeitet und verdient, aber es ist konstant da und deshalb macht man sich in der Richtung vielleicht, in der finanziellen Richtung, Gedanken übers Altwerden. Aber ansonsten, glaube ich, ist man in einer Filmszene sehr mit jungen Leuten auch immer unterwegs. Eine Filmcrew, da bin ich und mein Co-Autor und mein Produzent und vielleicht noch der Kameramann sind die Oldies. Aber die Filmszene sind junge Leute.
Ne? Also man hat so eine Crew von 80 Leuten. Das sind alles Junge, die man, mit denen man vielleicht zwei, dreimal gearbeitet hat und dann kommt wieder neues Blut dazu. Aber so richtig Gedanken gemacht übers Altwerden, nee, habe ich mir noch nicht. Wer ist das? Deine Nutte kommt mir hier nicht mehr rein. Ist immer noch mein Haus. Die Nutte ist von uns. Morgen, Henriette. Nein. Der Schwätzer, da kommt mir schon gar nicht hier rein. Hast du Streit mit ihr? Sie mit mir. Also, es geht mich ja wirklich nichts an, aber im Heim sagt man, du hättest mit einem anderen Frauenzimmer etwas am Laufen. So einem jungen Kückeln. Im Heim müssen sie es ja wissen. Und wie du selber sagst, es geht dich wirklich nichts an. Mach die Tür auf. Das hier ist für Jennys Portugiese. Weißt du, ich bin froh, dass ich Witwer bin. Frauen sind mir zu kompliziert. War schon gut, dass es sie gibt, aber sie sind einfach zu anstrengend. Ich sehe sie mir lieber im Fernsehen an. Da sind sie weiter weg. Und schöner, verstehst du, Bruder? In deinem Fernseher sind sie bloß nackter. Blödsinn. Also, das ist die Schuld von André. Der dann war es am Anfang des Drehs, gell? Sagte, er würde es gut finden, wenn er nochmal in Cowboy-Montur wiederkommen würde. Darf ich sagen? Ja, darf. Weil ich bin ja hier. Okay. Und da sagte André. Ich fand's ganz absurd und schrecklich, dass ich als sogenannte Hauptfigur nicht mit nach Portugal gehen sollte. Und habe ich gesagt, das ist ganz falsch, auch dramaturgisch ganz falsch. Der Nukes muss nochmal auftauchen. Und sei es als Geist, also irgendwie so auf dem spanischen Stier, geht ja nicht in Portugal, aber so, also immer so Werbung machen für Porto oder Sherry. Und aber vielleicht auf dem Pferd oder irgendwie oder einfach den Berg runterkommt als Cowboy, als sein eigener Traum. Und so. Ja, wurde von der Produktion schweren Herzens angenommen. Also ich kann nicht anders als mein Umfeld einwirken zu lassen, mein Leben einwirken zu lassen. Ich habe zum Beispiel in den 90ern, ich habe 10 Jahre lang auch fürs deutsche Fernsehen gearbeitet, also Fernsehfilme und Serien rauf und runter gedreht, in Berlin, in Hamburg, in München, überall eigentlich, ne? Und nicht in Stuttgart, Zufall. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, dass man gut verdient hat, dass man die Schauspieler kriegen wollte, die man mochte, und die haben ja gesagt, weil ich bin Schauspielerregisseur, Leute mögen dann mit mir zu arbeiten. Aber irgendwann habe ich gedacht, all die Themen, inhaltlich, haben nichts mit dir zu tun. Und ich habe damit aufgehört und habe nur noch meine luxemburgischen Projekte, die dann wesentlich persönlicher sind, gemacht. Jetzt was Rusty Boys oder alte Jungs betrifft, persönlich in dem Sinn, dass ich, sobald ich an einem Drehbuch arbeite, die Ohren aufmache und mir ständig Notizen und Ideen sammeln von meinem Umfeld. Jetzt als Beispiel, gerade weil ich Kinder habe oder seit ich Kinder habe, sind auch Kinder in meinen Kinofilmen, weil es einfach zum Leben gehört. Beziehungsprobleme, ja, das, also von alt werden, ich könnte jetzt nicht zum Beispiel sagen, dass ich für diesen Film extra meine Eltern beobachtet hätte oder mir groß Gedanken über meine Eltern gemacht. Das ist dann eher eine Recherche, die man allgemeiner macht, nicht persönlich. Ob das eine Berührungsangst ist, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich habe nichts gegen Altersheime, aber mit 80 hat man keine Lust mehr, sich von einer jungen Rotznase herumkommandieren zu lassen. Schenk, was willst du machen, wenn du allein nicht mehr zurechtkommst? Ich komme schon seit 10 Jahren nicht mehr alleine zurecht. Und wenn überhaupt nichts mehr geht, dann mache ich einen unheimlich starken Abgang, wie sie auf der anderen Seite der Mosel sagen.
ich bin so ein bisschen der Verfechter vom luxemburgischen Kino oder vom luxemburgsprachigen Kino. Und ich versuche meinem kleinen Land so ein bisschen den Spiegel hinzuzeigen und vor allem auch die Seite zu zeigen, die die Öffentlichkeit vielleicht nicht so gerne zeigt. Man zeigt gerne die großen Boulevards, die Banken, die modernen Zentren. Und ich zeige den Rest des Landes, da wo die Leute leben. Und Luxemburg ist ein reiches Land, aber nicht alle leben im Wohlstand. Und deshalb, ich sage immer, ich mache Filme für die kleinen Leute. Und das versuche ich, also das ist stilistisch, kommt rüber in der Wahl der Locations, der Motive, wo ich das spielen lasse. Ich könnte ja auch so einen Film in Banken und in reichen, in tollen Villen spielen lassen, das langweilt mich aber eher dann. Ne? Luxemburger Filme, so wie europäische Filme, aber besonders Luxemburger Filme, haben ein kleines Budget, können keine großen Sprünge machen und wir hatten die Wahl, entweder nicht dieses Formats und eine reiche Auswahl an Objektiven oder weniger Objektive, also wenig Luxus zu sagen, wir kommen jetzt nicht, wir wollen ganz nah ran oder wir wollen noch weiter sein. Und dafür dieses tolle Kinoformat, wo man wirklich sagt, wenn man es im Kino sieht, das ist ja wie Kino, wie ein Western fast, ne? Da haben wir uns dafür entschieden. Ich kann darauf nicht antworten, weil ich nicht genau weiß, was du meinst. Also für uns hat es nicht gezogen, sonst hätten wir es schneller, also gekürzt, schneller geschnitten. Also ich kann nur zum Schluss sagen, dass die Leute vom Filmfonds, die uns das Geld gegeben haben, wenn wir den Schluss so geschrieben hätten, wie André ihn sich gedacht hat oder ihn vorgeschlagen hat, haben die dann bei der definitiven Sichtung, man muss ja immer diesen Leuten, die uns Geld geben, muss man dann den Film zeigen und dann kriegt man einen Schulterklopfen oder man kriegt eine Watschen. Und die haben dann gesagt, also gut, dass ihr das nicht geschrieben habt, das hätten wir euch nicht durchgehen lassen, diesen Schluss auch mit André, der wieder auftritt. Aber dann, als sie ihn gesehen haben, haben sie das sehr gemocht. Also das muss man dazu sagen. Zu den Längen kann ich, das sind wirklich Gefühle, die man hat. Oder man, einem wird es lange oder einem geht es zu schnell. Also das ist... Ich kann nur dazu sagen, dass man ja die Figuren irgendwo in so eine Situation bringen muss, dass man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und irgendwo ist ja, der Tod kündigt sich ja irgendwo an, irgendwo muss er sterben. Weil irgendwo müssen die ja wegkommen, sonst bleiben die in diesem Altenheim da sitzen. So hätte man die Geschichte auch erzählen können. Das wäre aber nicht schön gewesen für die Alten. Also irgendwo, Sie haben recht, irgendwo gibt es da so einen Moment, wo, wie geht es jetzt weiter? Und dann stirbt er, Gott sei Dank. Sonst würden die anderen nicht leben. Und die Leute erzählen, dass sie sich während ihrer Arbeit Cowboy-Filme ansehen. Überhaupt nicht! Herr Heinen, Sie können sich von jetzt an Ihre Filmchen woanders ansehen. Western, ja, Morricone, klar, ganz klar. Ich bin jemand, der sagen würde, für mich im Leben ist die Musik wichtiger als das Kino. Ich bin ein Vinylfreak, ich kaufe, sammle Schallplatten. Ich habe 10 Jahre lang mit einem Komponisten gearbeitet, der mein Freund auch ist, der sehr gut ist, aber er ist in Luxemburg so populär, auch als Sänger, als Plattenhersteller, dass man 3 Töne hört und man weiß, es ist der und der. Und ich dachte, ich hätte lieber eine Musik, die man nicht so wahrnimmt, die einfach da ist und die Stimmung rüberbringt und zudem auch klassische Musik oder klassische Musikinstrumente beinhaltet. Dann habe ich jemanden, den ich auch lange kenne, aber nie mit ihm zusammengearbeitet habe, Janos Hanavia. Und ich bin da sehr zufrieden gegeben. Aber als Musikfreak füttere ich meine Komponisten auch mit Sachen, wo ich sage, hör dir das mal an, hör dir das mal an. Ich habe hier was gehört, diese Pizzicato, das mag ich, kannst du das? Also ich arbeite schon mit dem Komponisten gerne zusammen, ne? Obwohl ich keine einzige Note lesen kann. Ne? Und wie lange geht das schon so? Mama, du kannst dich doch nicht benehmen wie ein Teenager. Du weißt ja vor lauter Übermut nicht mehr, was du machst.
Willst du, dass deine Enkelkinder überall erzählen, dass ihre Omi immer auf der Jagd ist? Oder dass sie im Altersheim mit irgendwelchen Männern da so... Was glaubst du, würde Papa dazu sagen? Der Papa ist schon seit 11 Jahren tot. Und als er noch lebte, da hatte er mehr als eine Geliebte. Also soll er den Mund halten. Und du auch! Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Und ab 4. Januar bundesweit im Kino. Wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, wir brauchen jegliche Unterstützung und freuen uns, wenn der Film weiterempfohlen wird. Dankeschön und schönen Abend. Ich kann mich erinnern, die erste Fassung war, glaube ich, 10 Minuten länger. Und aber wenn man 30 Jahre lang Filme macht, weiß man, dass wenn man sich von was trennt, dass man 10 Monate später nicht mehr weiß, was das war. Weil es einfach dann wahrscheinlich der Cutter oder der Produzent recht hat und sagt, bist du sicher, dass wir das brauchen? Oder der Film ist zu lang, lass uns eher an die 100 Minuten rankommen als an die 110 Minuten. Und dann sagt man ja, okay, Zähne knirschen und später ist es egal.